Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Update-News. Und ich muss jetzt ein bisschen schnell aufnehmen, weil unser Internet gleich ausgeschaltet wird. Und ja, die Kater ist dabei. Ja, hi. Ja, und vielleicht kommen die News irgendwann auch mal auf ihrem Kanal an, weil bei ihr spinnt das Schneideprogramm ein bisschen. Und ja, also ich habe schon mal was zu berichten, nämlich es gibt neue Kleider, die wir uns dann auch mal angucken werden, wenn wir sie finden. Und dann die liebe Kater hat das nächste zu berichten. Der Pferdemarkt steht in der Jorvik Stadtarena. Ja, das stimmt auch. Dann habe ich noch zu sagen, es gibt auch neue Pferdeausrüstung, nämlich ein pinkes Zaumzeug und ein blaues Zaumzeug und eine grüne Satteldecke. Und jetzt hast du noch was zu berichten? Ja, also im Silverglade, im Toreingang, kann man eine Maschine oder so finden. Und dazu muss man halt Hexen-Dings finden, ne? Hexenstieb oder so. Warte, also Hexenpfeifen muss man finden. Und dann kann man die in die Flaschen stecken und eine Rakete loslassen. Das stimmt, ja. Und ich gucke hier gerade mit euch die Kleider durch, die es gegeben hat zu dem geilen Update. Und eines von denen werde ich mir auch kaufen. Muss man nur mal gucken, welches am geilsten aussieht für meine kleine Mausi. Ich finde, das sieht voll aus wie so eine Zirkusleiterin. Und irgendwie bei ihr finde ich am schönsten das hier. Ich weiß nicht warum, ich finde es einfach so richtig geil. Aber 4000, Mann, so viel habe ich nicht. Okay, in einem Extra-Stand für, kommt drauf an, wie viele man will. Ja, okay, und hier werden wir jetzt auch mal uns ein paar Raketen kaufen, aber welche denn wohl? Das Fergrove Pack, das Jorvik, die Jorvik Standard-Rakete, die ist schön billig, deswegen werden wir so eine mal kaufen. Und dann können wir die auch mal verschießen und mal gucken, ob wir jetzt irgendein Kleid noch leisten können, das noch halbwegs okay aussieht. Das hier fand ich auch noch halbwegs okay. Das können wir uns sogar leisten. Also da bin ich jetzt mal ein bisschen zufrieden mit Star Stable, was Star Stable geleistet hat. Dann werden wir uns das mal kaufen. Ach so, und das. Und das. Ich lasse jetzt für meine Zuschauer eine Hexenpfeife los. Ja, und ich lasse gleich eine Rakete los, aber erstmal muss ich euch sagen, guck mal, nein, du hast schöne Zöpfchen, aber die kriegt ihr erst in Folge, in der Sonntagsfolge seht ihr die erst wieder. Und dann noch, halt, wir haben hier eine Cowboy-Ausrüstung, davon hat mir Leia den Code gegeben, der Hut war dabei, die Handschuhe, das Top, die Hose und die Gamaschen. Falls ihr einen der Codes wollt, die sind noch gültig, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann gebe ich euch den Code. Und dann noch, ja, dann müssen wir uns mal ein bisschen umziehen, dass das Kleid auch passend aussieht. Nicht auf die, obwohl auf die Western-Sachen sieht es auch geil aus. Jetzt müssen wir aber erstmal suchen, wo können wir hier eine geile Rakete zünden. Hey, wo können wir hier die Raketen zünden, Mann? Hier vor uns im Gleitor. Bei welchem Tor? Es gibt verschiedene Stationen. Ja, ich suche gerade eine. Ich reite jetzt vor jedes Silberglade-Tor. In jeden Station. Einfach außen rum reiten, großer. Ja, und er ist auch Level 12 geworden. Ich habe ein bisschen privat mit der lieben Kater und auch mal mit der Layla gelevelt. Oder was nur Kater? Oder auch Layla dabei? Bei der lieben Kater klingelt das Telefon. Und wird aufgelegt. Wo ist hier denn eine scheiß Raketenstation? Wenn wir keine finden, ist ja auch nicht so schlimm, oder Leute? Ihr wisst ja, wie es aussieht. Dann können wir die halt mal in einer normalen Folge zünden zum Anfang. Ja, deswegen sah ich dann hier an dieser Stelle. Noch hier vielleicht auf diesen Dingern? Nee, da stehen jetzt schon die Fackeln. Sag ich hier an dieser Stelle, Leute. Bis zum nächsten Mal. Zur nächsten News, zur nächsten Quests und so weiter. Ciao, Leute!